Jo Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial hier mal wieder von Eclipse. Wir starten heute einfach mal ganz normal mit einem neuen Plugin, weil es das letzte Mal ja nicht so funktioniert hat und ich dachte mir, jetzt kann ich es, jetzt haben wir. Als erstes stellen wir die Java-Version auf 1.8.6, geben das jetzt zum Beispiel Tutorial geben bei dem das Dingsbums Namen. Dann erstellen wir im SRC-Ordner New Package. Das nennen wir einfach Main. Und ins Main Package machen wir eine neue Class. Die nennen wir einfach Tutorial. Ihr dürft niemals die Klasse Main nennen, weil das kann mit der exportierten Library nicht funktionieren. Ich habe übrigens die Schriftartgröße gestellt, damit ihr besser das erkennen könnt. Ich habe die jetzt auf 16 statt standardmäßig ist die ja auf 10 und ich habe die jetzt auf 16 gestellt, weil ihr das einfach besser erkennen könnt und das finde ich gut. Jetzt nehmen wir die Spyglet Jar, die ihr hoffentlich für euren Spyglet Server hat, installiert als Extens Java Plugin oder Java, wie auch immer man ihr das und importieren. Fertig. Jetzt wollen wir einfach mit der On-Command-Methode weiter. Dafür entfernt ihr das hier alles, macht das wie gewohnt zu CMD. Zack, das hier kann weg. Das hier kann auch weg zu Return False. Als Semikolon, zack. Ich würde es gern verschieben, so. So, damit ihr jetzt hier ein bisschen mehr erkennt. Und dann machen wir jetzt der Player. P ist gleich in Klammern Player. Sender, Semikolon, zack. Und mit Steuerung Shift O importiert ihr den einfach wieder von 8.bucket. If in Klammern cmd. Get name Punkt Quad, ignore this case, in Anführungsstrichen, Lazo Mode. Dann soll folgendes passieren: p.send message, Präfix, so den Präfix mache ich nochmal schnell, public string Präfix ist gleich mal und zack schnell Farbcodes Lazo HD Paragraph 7 Klammer zu Semikolon und dann machen wir hier eine Leertaste hin, hier auch schon mal Semikolon hin. Du bist nun im Paragraph 2, Hashtag Paragraph 4, Lazo Mode. So, ich glaube, ich muss jetzt nichts weiter erklären. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr, was das hier alles ist. Und schon sind wir eigentlich auch schon mit dem Plugin fertig. Ich starte schon mal mit dem Server. Ja, ich nutze gerade Bungee Cold Server, aber das ist scheißegal. Ihr könnt es auch auf euren normalen einfach installierten Scheiß jetzt muss ich gleich Java klatschen. Jetzt können wir nämlich nicht die Fehlermeldung sehen. Wir müssen mal ganz kurz Java Steuerung Shift Escape. Zack, wir müssen mal ganz kurz Java kappen, weil Dingsbums hier ich aus Versehen die mit Doppelklick ausgeführt habe und nicht mit der Start. So. Dann können wir jetzt hier wieder den Proxy. Oh, ich dachte gerade schon, ich habe auch wieder die da angeklickt. Wir müssen einfach dann Java einmal im Task Manager mit Steuerung Shift Escape kappen. Und zack, fertig. So, und dann machen wir nochmal schnell die Plugins YML. New File Plugins.yml Finish. Zack, Notepad schließen. Die ziehen wir rein. Name. Lazo HD, Main,
Connected Version. Jetzt ist das alles hier kleiner, aber komm, scheißegal. Version 1.0 Commands Lazo Mode Disk Doppelpunkt. Du trittst den Lazo Mode bei Doppelpunkt genau so. Und du Research wollte ich hier mal leer lassen. Zack. Und wir müssen hier nochmal den Autor. Ich bin ja logischerweise. Das bin logischerweise nicht. Das ist, wenn man nicht auf die Tastatur guckt, dann kann man sich natürlich tippen. Ich kann blind schreiben. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Bla bla bla. Warning 0 Prefix. Stimmt alles, dann können wir das Ganze exportieren. Export. Java-Java, zack. Wir wollen das hier jetzt in den Plugins-Ordner und wir nennen das Ganze Tutorial. So, dann Finish. Zack, habt ihr hier jetzt ein wunderschönes Plugin. Und dann startet ihr einfach die richtige Konsole logischerweise neu. Ich mache das hier jetzt mal groß, um Fehler zu vermeiden. Ja, hier das letzte Mal. Die Plugin ist erfolgreich geladen. Dann starten wir mal schnell Minecraft. Also wenn euch das zu schwer war und ihr nicht verstanden habt, was es ist, erster Link in der Videobeschreibung ist das andere Video, wo es nicht funktioniert hat, der Command. Aber hier seht ihr halt, dass es funktionieren kann, wenn man auf Java 6 umstellt. Weil Java 6 ist mit Java 7 und Java 8 kompatibel. Java 7, da gibt es ein paar Bugs in Java 8, deswegen würde ich nie auf Java 7 oder Java 8 programmieren. Sondern auf, wie heißt es? Egal, ihr wisst, was ich meine. Okay, wisst ihr nicht, aber egal. So, den Task Manager, zack, zack. Ja, aber wollen wir nicht nochmal kappen? Schließen so. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles mit dem Präfix. Ihr könnt hier natürlich auch darunter, wenn euch das alles zu lang ist, könnt ihr hier einfach p.send message könnt ihr hier auch noch eine zweite Zeile schreiben. Herzlich Glückwunsch. Könnt ihr natürlich auch machen. Und können wir das Ganze exportieren, dann kann ich euch das auch nochmal alles zeigen. Zack. Zack. Ja, Override. Und reloaden wir die richtige Konsole. Reload. Zack. Okay, das ist gerade das andere Plugin hier, Lazo HD Plugin ist erfolgreich geladen. Lobby Plugin auch, Server Science, Survival Games, also meins auch. Also Lazo HD, das zweite Lazo HD und Survival Games, falsch geschrieben natürlich, ist auch geladen. Da hier, auch wo stand's. Egal, ihr seid einfach auf dem Server. So. Wie ihr das mit so einer MODT machen könnt. Und wir switchen mal ganz schnell den Mode auf den Minecraft-Mode, so dass ihr halt nur Minecraft seht und es ist für mich angenehmer und für euch. Wie euch so hier so eine Erneuerungsnachricht macht dafür, das kommt irgendwann später mal, aber wenn wir hier Lazo-Mode, zack, herzlichen Glückwunsch, du bist im Lazo-Mode. Herzlichen Glückwunsch, doppelpunkt.de. Ja. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen und die Plugin-Tutorial-Reihe wird jetzt mal öfters kommen und ja. Okay, das Slash Lobby Plugin funktioniert immer noch nicht. Egal. Egal, wie ihr sowas programmiert, dass ihr zum Beispiel Lobby Plugin, da will ich nochmal gucken wegen diesem Error. Also, das wär's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.